Schnitzel. Nein, sagt man nicht. Das stimmt. Guten Morgen, mein Schwarzer. Das ist doch wahr. Wozu zahlt man denn diese blöden Handwerker, wenn sie die Krempel nicht richtig machen? Dann gibst du mir mal die Rohrzange, Max. Nun, Karl. Finden wir schon noch, danke. Das sagst du schon seit 3 Tagen. Wo ist Karl? Vielleicht will er ja nicht gefunden werden. Jetzt isst du erst mal Frühstück. Es tut mir leid, aber der Emmentaler war raus. Karl! Der Arm! Ich mach ihn wieder heile. Setz dich hin, frühstücken, Bibi. Weißt du, was ich geträumt hab? Na was? Dass wir wieder zu Hause wohnen. Weißt du, was ich geträumt hab? Ich habe geträumt, dass ich heute Morgen mit einem ganz dicken Kuss begrüßt werde. Augen zu. Jetzt kann der Tag beginnen. Ha? Boom, Baby! Ah. Herr Delwig! Sie sind ja immer noch da. Morgen geht's nach Sydney. Ich habe ein Stipendium an der Oper bekommen. Sie haben mir doch versprochen, mein Zitronenbäumchen in Pflege zu nehmen, wenn ich Sie nicht mehr mit meinem Gefiedel traktiere. Ich stelle es Ihnen besser gleich vor Ihre Wohnungstür. Vielen Dank schon mal für Ihre Bemühungen. Ciao. Ich schaffe bis um 1 zurück zu einer. Ja. Nicht schon wieder. Morgen, Maria. Morgen. Na? Alle fit? Alles Roger und Hambotscher. Hi! Und? Wie sehe ich aus? Super. Geht das? Prima. Ja. Bequeme Schuhe, sehr wichtig. Ich bin so nervös. Und du zum ersten Mal gern hast? Ja. Wenn ich in Schleudern komme, dann schaukeln wir das schon. Oh. Bis nachher, ne? Ja, bis nachher. Tschüss. Also, viel Spaß, Max. Drück mir die Daumen. Wir schreiben heute bestimmt eine englische. Mach ich. Bibi, hoch, auf geht's. Immer die Fahrräder rein und raus werden. Zu Hause war das viel einfacher. Da standen sie vom Raum. Wer sich bewegt, bleibt gesund. Das hat schon die Oma gesagt. Außerdem sind wir jetzt hier zu Hause. Ich nicht. When an irresistible force such as you leads an immovable object like me. Yay! And bet as sure as you live. Ich will da nicht rein. Außerdem habe ich die deutsche Aufgabe vergessen. Das gibt einen Minuspunkt. Und wenn du der Frau Moormann einfach sagst, dass du die Hausaufgaben morgen nachreichst? Und wenn ich einfach mit dir mitkomme? Bibi, bitte. Aua. In der alten Schule war es viel schöner. Hallo Baby, ich habe Pokémon-Karten. Sie sind die Mutter von Sabine. Schön, ja. Sie kennenzulernen. Tag, Lennart. Jurak, Anna. Tschüss. Frisch hierher gezogen? Ja. Gar nicht so einfach für ein Kind, hm? Allerdings, ich muss los. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Was wollen Sie hier? Ziemlich frisch draußen heute Morgen, finden Sie nicht? Aufwärmen können Sie sich woanders. Könnte ich. Will ich aber nicht. Machen Sie mal das Verdeck auf. Sie können doch nicht einfach... Entschuldigen Sie mal. Herr Delwig, das gibt's doch gar nicht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Würden Sie mir ein Autogramm geben? Selbstverständlich, gnädige Frau. Wissen Sie, ich liebe Ihre Romane. Wenn mein Mann nur so denken würde wie Sie. Sie wissen einfach, was Frauen wollen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen vielmals. Sie brauchen ihn nicht einpacken, ich nehme ihn gleich so mit.
Können Sie nicht aufpassen? Wie bitte? Ich habe den Wagen gerade erst gekauft. Da sollten Sie auch wissen, wie man damit fährt. Da, ja, war ja klar. Ein Kratzer. Lächerlich. Schauen Sie sich doch mal mein Fahrrad an. Sie können doch hier nicht einfach rausfahren. Es ist ein Zebrastreifen. Das ist für Fußgänger, nicht für Radfahrer. Haben Sie Ihren Führerschein im Lotto gewonnen? Am besten, Sie schaffen sich das nächste Mal ein Dreirad an. Ein Royal, zwei Cappuccino, ein Espresso. Klappt doch prima. Ja, bis jetzt. Hast du immer noch Schmerzen? So ein Pochen, leichter Druck auf dem Auge. Du solltest zum Augenarzt gehen. Ich hasse Ärzte. Damit ist nicht zu scherzen, ich mache den Termin. Guten Morgen, Herr Delwig. Frisch gepresster Orangensaft, eine halbe Zitrone, wie gewohnt. Frühstück kommt gleich. So, bitte schön. Der Rest ist für Sie. Danke. Ach nee. Sie haben es wohl auf mich abgesehen. Ja, na klar. Einer kriminalwissenschaftlichen Theorie zufolge fühlt sich das Opfer geradezu magisch zum Täter hingezogen. Fragt sich nur, wer hier das Opfer ist. Ich bin hier zu Hause. Und wenn Sie jetzt hier bedienen, dann... Ich habe damit kein Problem. Ich wollte Ihnen schon immer jeden Morgen das Frühstück servieren. Nur deshalb habe ich mich hier beworben. Leg dich bloß nicht mit Tom Delwig an. Bekannter Schriftsteller. Eine heilige Kuh für uns. Eine Gefahr für die Allgemeinheit ist der... Hier, das war eure heilige Kuh. Was? Er war der Kavalier am Steuer? Sein Frühstück? Steht nicht auf der Karte. Der bekommt jeden Morgen zwei getoastete Bagels mit ein bisschen Schmelzkäse, Paprika, ein weich gekochtes Ei, eine Latte Macchiato mit viel Milch, viel Schaum, ein bisschen Zimt und den Orangensaft hat er schon. Alles klar? Aber sonst geht's noch. Soll ich's ihm bringen? Wäre noch schöner. Sei freundlich. Scheißfreundlich. Gucken Sie bitte weiter ganz geradeaus. Ja, danke. Ihre Netzhaut und der Augendruck sind in Ordnung, zum Glück. Der Knochen an Ihrem Auge, der ist leicht geprellt. Daher haben Sie diesen Druckschmerz. Es war also völlig richtig, dass Sie hergekommen sind. Ich würde gerne Ihre Sehschärfe überprüfen, um zu wissen, ob die Hornhaut und die Linse auch ganz in Ordnung sind. Das ist völlig in Ordnung. Ich sehe noch genauso gut wie vorher. Oh nein, da kann man sich sehr täuschen. Bitte setzen Sie sich. So, fangen wir mal hier an. Bitte. Eins höher. Immer noch nicht. Vielleicht versuchen wir es mal mit Zeichen und nicht mit dem Buchstaben. Einverstanden? Die Kinderbilder sind drüben. Sie brauchen sich da nicht zu schämen. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen das gleiche Problem haben wie Sie. So, hier sind die Zeichen. Danke, Frau Kruse. Na los. Tasse, Vogel, Uhr. Gut. Stuhl, Schlüssel. Blume, Tasse, Stern. Wollen Sie zu mir? Sind Sie Frau Jura? Ja. Ich gehe schon mal vor. Welcher Stock? Erster. Im Schnee zu sehen, stell dich doch nicht so an. Dann hör ich eben auf. So lernst du es nie. Guck mal, da ist die Küche. Was ist denn los? Ich mach sie hier. Kein Bock. Ja, und wer sonst? Na, du? Ich. Was
hast du denn mit deinem Auge gemacht? Nichts. Ich kann nicht. Ausgeschlossen. Ja, ja. Keine Zeit. Jetzt hast du wohl ein paar Minuten, oder? Hab ich nichts. Ich muss Platz schaffen für den neuen Kühlschrank. Mit der Gabel in der Teflonpfanne. Es ist giftig. Ich habe euch was zu essen mitgebracht, Max, bitte. Gib mir bitte schön weiter üben, ja? Und, Entschuldigung. Den Kühlschrank, der gehört dahin, wo der alte ist. Ja. Wow, was für ein Riesenteil. Ja. Aha. Verneue ich mich auch noch? Rolf. Hallo, mein Mäuschen. Hey, du. Ich habe die Kontoauszüge bekommen. Stell dir vor, die Mama hat das ganze Geld mitgenommen. Ich habe nur mitgenommen, was mir gehört. Du hättest wenigstens fragen können. Max, kannst du das Essen schon mal auf die Teller tun, was ich mitgebracht habe? Na klar. Damit du mir mein Konto sperren lassen kannst. Aber merk dir eins, ich werde dich nie wieder fragen. Der Umzug, die Mietkaution, die neue Küche. Die Hälfte ist schon weg von den 30.000. Du hältst dich eh nicht lange über Wasser. Das werden wir ja sehen. In ein paar Wochen seid ihr wieder bei mir. Mit Sack und Pack. Morgen nach der Schule hole ich euch ab. Wir unternehmen irgendwas. Hä? Wieso denn? Hast du es uns auch nie getan? Hey, ich bin immer noch dein Vater, ja? Was denn? Könnten Sie schon mal die Lieferliste checken? Und dann noch unterschreiben, bitte. Immer schön auf das Kleingedruckte achten. Wer hilft dir jetzt eigentlich? Macht Maria den Affen für dich? Oh nein! Papa will, dass wir zurückkommen, stimmt's? Jetzt, wo wir weg sind, muss ich oft an ihn denken. Komisch, oder? Gar nicht. Vermisst du ihn? Eigentlich nicht. Ich find's jedenfalls gut, dass du weggezogen bist. Ehrlich? Ist doch immer dasselbe. Kaum ist Papa da, gibt's Streit. Bitte mit wenig Öl und viel Parmesan, dann den heißen Apfelstrudel und eine Latte Macchiato. Sie wissen ja, viel Milch. Viel Schaum, etwas Zimt. Brav. Für mich ein Baguette Spezial und ein Perrier. Aber das Baguette bitte nicht mit Thunfisch und Schafskäse, sondern mit Tomate und Krabben. Nein, halt! Schafskäse kann bleiben, Krabben zusätzlich. Und alles leider bitte ohne Knoblauch. Und vergessen Sie dem Koch bitte nicht zu sagen, dass er die Zwiebeln nur leicht glasig dünsten soll. Warum machen Sie sich's eigentlich nicht gleich selbst? Wie schreibt man das hier? Ich bin Kellnerin, kein Rechtschreibelexikon. Sie wissen also nicht, wie man Cappuccino schreibt? Das habe ich nicht gesagt. Soll ich Ihnen den Fehler verraten? Wenn es Ihnen denn besser geht. Alle warten schon ganz gespannt auf das Buch. Wie weit sind Sie denn? Wie weit ich bin? Ich bin kein Lohnschreiber. Ria, kurze Frage. Ich habe einen gewissen Anspruch. Und wenn der Alltag diesem Anspruch nicht gerecht wird, weil man nur noch Rechnungen bezahlt, steuert man schnurgerade in eine Blockade. Ich habe seit 3 Wochen nichts mehr geschrieben. Reichen denn 20.000, um die Blockade aufzuheben? 30. Schreiben Sie 40. Warum mache ich eigentlich immer mit Ihnen Verträge und zahle Ihnen die satten Vorschüsse? Weil ich Ihr Bestseller bin. Und zwar Ihr einziger. Sie treiben mich noch in den Wahnsinn. Was haben Sie gegen den Wahnsinn? Wie viele P und wie viele C?
Entschuldigung. Ich hatte Latte Macchiato bestellt und keinen Cappuccino. Ja, ich wollte auch ein paar Krabben. Na, ist nicht so schlimm. Kann ja mal passieren bei meinen Bestellungen. Ach, hier, so ein Salat. Könnte ich noch so einen Salat haben? Wollen Sie es nicht notieren? Wäre allmählich sinnvoll, finden Sie nicht? Alla Rucola e Parmigiano. Also. Rucola, Latte, Schädchenkrabben. Oh. Steno? Genau. Sie war mal Sekretärin. Lohnschreiberin, wenn Sie es genau wissen wollen. Und wissen Sie, wie man Cappuccino in Steno schreibt? Natürlich nicht. Mit 2 C und 2 P. Soll ich dir die Lampen montieren? Nein. Ich hab das doch sonst auch immer selber gemacht. Nehmen wir an, der gehört ins Wohnzimmer, ne? Rolf, ich sagte, ich mach das. Ich hab echt wenig Zeit. Also, was ist los? Ich hab mir einiges durch den Kopf gehen lassen. Ich will kein böses Blut. Schon nicht wegen der Kinder. Ich überweise dir monatlich das Kindergeld und deinen Unterhalt. Insgesamt, sagen wir, 1000 Mark. Also gut, 1200. Lässt du's jetzt endlich? Und deine Bedingung? Keine. Keine? Wie kommt's? Seit du weg bist, fehlt's mir. Klar. Weil keine mehr für dich kocht oder wäscht oder Lampen montiert. Kann ja Katharina oder wie heißt sie jetzt bei dir einziehen? Das ist schon lange. War ein Fehler. Nein, ich bin jetzt. Single? Du Ärmste. Findet sich bestimmt bald wieder eine neue. Vielleicht ist es ganz gut, wenn. Für eine Weile. Jeder von uns mal für sich ist. Mach dir keine falschen Hoffnungen, Rolf. Hase. Ich heiße Anna. Gib mir noch eine Chance. Zu spät. Deine Bankverbindung. Ja. Kaspar, halt mich an mir. Ich gebe nicht auf. Rolf, mach's dir nicht so schwer. Lass mich, ich mach das selbst. Hallo. Oh. Gratuliere. Super hast du das hingekriegt. Habe ich euch gekidnappt oder was? Bin gleich wieder da. Ich bringe mal eben noch den Müll runter. Völlig aufgeschmissen ohne mich. Ich weiß. Ohne dich lande ich in der Gosse. Pass auf, da steht. Ich hab dich nicht gefragt, was da steht.
Wie soll mir da was einfallen? Dich mache ich fertig, bis Frauchen zurückkommt. Soweit ich mich erinnern kann, bestelle ich hier seit 5 Jahren tagtäglich Paprika, keine Tomaten. Ich gratuliere. Außerdem sind die Bagels nicht getoastet, auf ein neues. Herr Hellwig, Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen, uns eine kleine Widmung zu schreiben. Ist hier irgendwo ein Schild Autogrammstunde? Ich hätte die Bagels ruhig zu Briketts toasten können. Und mit Paprika. Die malt ihr gar nicht. Bitte sehr. Hören Sie, die malt überhaupt nicht. Anna. Anna. Hörst du mich? Gib mir mal das Telefon. Ja, hallo, hier bist du mit die Bleichstraße. Ja, können Sie mir bitte sofort einen Krankenwagen schicken? Bleichstraße, ja? Danke. Hey. Ich habe einen Krankenwagen gerufen. Die bringen dich in die Klinik. Krankenhaus geht nicht. Max und Baby kommen auch. Die kommen gleich aus der Schule. Um die müsste sich allerdings jemand kümmern. Wer sind Sie? Ich heiße Tom. Ich komme aus dem Bistro, in dem eure Mutter arbeitet. Schieben Sie mal bitte Ihren Ausweis unten durch. Hier. Selvig, wie Maria gesagt hat. Was ist denn mit Mami? Wir fahren jetzt in die Klinik, dann sehen wir ja, was los ist. Hör auf zu heulen. Baby. Zum Glück keine Schädelverletzung, trotzdem müssen Sie hier bleiben. Das geht nicht. Ihr Meniskus ist eingerissen, das muss operiert werden. Und wann kann ich dann wieder kellnern? Kellnern? Das können Sie die nächsten 6 bis 8 Wochen vergessen. Ja, und dann unbedingt noch ein anderes Nachthemd. Ja. Danke, Maria, du bist ein Schatz. Ich sag den Kindern Bescheid. Bis später. Ciao. Mama, bist du lebensgefährlich verletzt? Nein, es ist nur das Knie, aber die Ärzte kriegen das schon wieder hin. Schön, dass ihr da seid. Na bitte, alles halb so wild. Das Knie muss operiert werden. Und meinen Job, den kann ich vergessen. Unsinn. Sie haben doch Kündigungsschutz. Ich um Kündigungsschutz. Erst macht er mich zum Krüppel und dann weiß er alles besser. Vielleicht wissen Sie auch, wovon wir jetzt leben sollen? Ich bin versichert. Selbstverständlich komme ich für einen finanziellen Schaden auf. Das ist ja wohl das Mindeste. Sie sind schuld? Schuld, Schuld. Am Unfall hat immer der Zufall. Das ist... Und Maria kommt gleich und bringt euch nach Hause. Natürlich. Die Kinder sind in meiner Gegenwart ja in ständiger Lebensgefahr. Sind sie auch. Darf ich kurz stören? Wir operieren Sie gleich morgen früh. Wenn Sie das hier bitte unterschreiben wollen. Was ist das? Das sind die üblichen Formalitäten. Für die Organspende. Wann darf ich nach Hause? Direkt nach dem Eingriff. Vorausgesetzt, Sie versichern mir, dass jemand zu Hause ist, der sich um Sie kümmert. Sonst bleiben Sie hier.
Kommt überhaupt nicht in Frage. Würdet ihr inzwischen der Küche schon mal den Tisch abräumen? Max, Bibi, ich rede mit euch. Ich heiße Sabine. Der ist Luft für mich. Ab in die Küche. Hat dir jemand was gesagt? Und wenn, war es voll uncool. Was heißt denn hier voll uncool? Redet mal ordentlich. Dass ausgerechnet sie uns rumkommandieren. Das finde ich voll fett uncool. Boom, Baby! Ich will ein Eis. Eis ist ungesund. Viel zu kalt und viel zu süß. Zigaretten aber noch viel, viel mehr. Hier. Ich bin nur mitgekommen, weil sie gesagt haben, dass du was von mir kriegst, aber kein Eis. Wie wär's mit einer Möhre? Bei Papa krieg ich immer ein Eis. Ich bin aber nicht dein Papa. Zum Glück, ich will ein Eis. Und ich sage nein. Hättest mir ruhig eins mitbringen können. Du wolltest gar nicht mit? Na und, ich muss Hausaufgaben machen. Hört bitte auf zu streiten. Mischen Sie sie nicht dauernd ein. Die Bananen kommen nicht in den Kühlschrank. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Maria, sie macht uns das Abendessen. Und tschüss. Morgen benehmt ihr euch, ist das klar? Heißt das, sie kommen morgen tatsächlich wieder? Boom, Baby. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke, es geht schon. Oh. Mir ist schlecht. Dann lassen Sie sich doch bitte helfen. Wunderschön. Wunderschön, Baby. Danke. Du solltest längst wissen, dass Willkommen nicht mit IE, dafür aber mit Doppel-L und Doppel-M geschrieben wird. Und Sie sollten längst wissen, dass man Jeans so nicht aufhängt. Niemand spricht so mit meinen Kindern und Sie schon gar nicht. Ich find's wunderschön. Ich mein's nur gut, aber bitte. Danke. Halt! Das ist alles vorsortiert. Das ist meine Heimarbeit. Putzen Sie, waschen Sie, machen Sie Ordnung, so viel Sie wollen, am besten bei sich zu Hause. Ich bleibe, bis Ihre Freundin kommt. Ich habe dem Arzt mein Wort gegeben und Sie haben unterschrieben. Los. Ja, sie drehen sich im Kreis. Max, Sabine, wir brauchen Teller und Besteck. Danke, stimmt schon. Kinder, kommt ihr? Thailändisch. Das ist gesund. So Sprossenzeugs esse ich nicht. Boom, Baby. Komm, wir machen uns Ketchup.
Wie geht's? Gut. Aha, Vorsicht! Geht schon. Ich komme schon ganz gut allein zurecht. Ja, ja, das sieht man. Sie müssen mir nichts schenken. Ich hab's doppelt. Kennen Sie's? Nein. Von Ihnen? Nein. Der Auto steht doch drauf. Könnte ja sein, dass Sie unter einem anderen Namen schreiben. Ich dachte, lesen ist vielleicht jetzt genau das Richtige. Ja, nicht für mich. Ich bekomme davon so leicht Kopfschmerzen. Nach der Gehirnerschütterung. Danke. Trotzdem. Wo sind die Kinder? Unten spielen. Waren Sie schon bei der Krankengymnastin? Ja, heute Morgen. Was Sie so? Beine in die Hand genommen, gegengedrückt, strecken, beugen. Soll ich? Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Gut. Wieso haben Sie eigentlich so viel Zeit? Ich dachte, als Schriftsteller muss man sitzen und schreiben. Ja, ja, eigentlich schon, aber... Muss schön sein, schreiben zu können. Oh! Darf ich? Wenn es unbedingt sein muss. Ausziehen. Würden Sie die Tür aufmachen? Hallo? Das ist Tom Delwick, ein bekannter Schriftsteller, und das ist Rolf. Mein Mann. Ich bin Ihr Mann. Angenehm. Hase? Danke. Wärst du so lieb und würdest dir vielleicht... Geben Sie her, ich kümmere mich drum. Sie kennen sich hier aus? Das ergibt sich so, wenn man öfter hier ist. Ich hab's von Bibi erfahren. Warum hast du denn nicht angerufen? Warum sollte ich? Ich kann mich um dich und die Kinder kümmern. Das geht auch so. Siehst du doch. Wie wär's? Sonntag hole ich euch ab und wir vier machen was zusammen. Tut mir leid. Am Sonntag haben wir schon was vor. Aha. Anscheinend hast du immer was vor. Tom, die Kinder und ich, wir machen einen Ausflug ins Blaue. Ach so. Viel Spaß. Kleiner Tipp. Anna hat's nicht so mit dem Lesen. Von Landkarten. Ich hoffe also, Sie kennen den Weg. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Dass Sie keine Landkarten lesen können. Das mit dem Sonntagsausflug. Erst ins Prähistorische Museum. Wow, was für ein geiler Schlitten. Skeletten und tollen Versteinerungen. Und dann auf ein Weingut. Zur Weinprobe. Aha. Ich glaube, das ist nicht so der Hit. Wie wär's mit einem Ausflug zum Vergnügungspark? Mit Ihren Krücken? Wieso wollten Sie mich durchs Museum tragen? Ich
Vergnügungspark. Ja. Da wollte ich schon immer mal hin. Super! Juhu! Stopp. Was machst du da? Ich suche einen Aschenbecher für meinen Kaugummi. Los nicht, raus damit! Seid bitte vorsichtig mit den Sitzen. Oh, kommt der große Riss hier etwa von meinem Reißnagel aus meiner Hosentasche? Was ist los? Lass sehen, wo? Das ist alles in Ordnung. Wo denn? Max, also wirklich, manchmal sind deine Witze... Da müssen sie jetzt durch. Wie groß ist der Arbeitsspeicher von Ihrem Computer? Keine Ahnung. Außerdem habe ich drei Computer. Einen Desktop und zwei Laptops. So, Endstation. Bibi, absteigen! Das müsste mir fünf Pokémon-Namen sein. Sabine! Sag ruhig Bibi zu mir. Wieso zwei Laptops? Wegen der Steuer. Den alten habe ich nur noch wegen der Steuer. Wir können sie mir verleihen. Ich wüsste schon an wen. Was bitte? Okay, ich denk mal drüber nach. Kinder, Hände waschen, Zähne putzen, Bett gehen. Husch, die Waldfee. Ich hätte nie gedacht, dass du so cool bist. Im prähistorischen Museum wär's doch geruhsamer gewesen, hä? Unbestritten. Was für herrlicher Wein uns entgangen ist. Oh, ich hab noch eine Flasche, soll ich? Nein, 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 danke, ich... Ich will nur noch schlafen. Tom, warten Sie. Ich habe was für Sie. Oh. Für den schönen Ausflug. Naja, das fährt ja im Kreis. Ich hab's aufgehoben. Der Tag heute mit Ihnen und mit den Kindern. Ich fühle mich so leicht wie schon lange nicht mehr. Ich dachte, wenn man müde ist, fühlt man sich so schwer wie Blei. Stimmt. Muss wohl eine Sinnestäuschung gewesen sein. Wie ich die herzaubern soll? Ich habe gehört, dass Sie nicht mehr Kellner? Meniskus. Aber im Sitzen können Sie arbeiten? Schon? Ach nee, ich weiß nicht. Ist ganz einfach, wirklich. Sie müssen nur alles hier rüberziehen. Wenigstens probieren. Ach, Sie sind ein Schatz. Wie war der Ausflug? Fragen Sie mich lieber, was mit meiner Badewanne los ist. Was ist mit Ihrer Badewanne los? Der Abfluss ist irgendwie kaputt. Oh, große Weltverschwörung. Maria. Ich habe einen neuen Job. Wow! Als Kassiererin in dem Laden bei uns um die Ecke. Ich gebe den Kaffee aus. Wie hast du das geschafft? Muss ja ein Top-Ausflug gewesen sein. War's auch? Bei der Laune?
Gratuliere. Ich meine wegen des Jobs. Danke. Wegen gestern Abend. Das war nicht so gemeint. Sie haben ein Problem? Mit dem Bad. Ach so. Ja, der Abfluss ist kaputt. Ich kann das reparieren. Soll ich mal vorbeikommen? Was machst du denn hier? Euch besuchen. Ich habe wenig Zeit. Ich kann doch wohl kurz die Kinder sehen. Ich habe was für Sie. Bibi? Max? Hallo? Ah. Hey, Mäuschen, na? Na, alles klar, mein Sohn? Hier, für dich und für dich. Danke, da werde ich gleich die Haare schneiden. Oh, was? Bibi, sie will im Moment Friseuse werden. Oh, schon. ich würde gerne noch was mit dir besprechen. Wegen der beiden. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Und ich dachte, ich schließe für die Kinder eine Ausbildungsversicherung ab. Was ist das? Wenn sie 18 sind, kriegt jeder von ihnen 20.000 Mark. Für ein Studium zum Beispiel. Bräuchte ich noch deine Unterschrift. Danke. Sieht aus wie von der Bank. Ja, die bieten auch Versicherungen an. Du kannst dir gerne alles durchlesen. Ich meine, wir holen Max und der liest dir vor. Rolf, bitte. Wo denn? Rechts unten. Du siehst, ich sorge für die Kinder. Das ist ja auch deine Pflicht. Lass das doch, Rolf. Das ist vorbei. Ach, Rolf, bitte! Schön. Ich kann auch anders. Ich werde mir schwer überlegen, ob ich noch Unterhalt zahlen soll. Wie bitte? Dann gehe ich sofort zum Rechtsanwalt. Okay. Beantrage ich allerdings das Sorgerecht. Das Vormundschaftsgericht braucht nur zu erfahren, dass du Analphabetin bist. Und wer von uns beiden deinen Kürzeren zieht, dreimal darfst du raten. Überleg's dir nochmal gut. Ich dachte, du wolltest dich scheiden lassen. Will ich ja auch. Dann frage ich mich, warum du noch nicht beim Anwalt warst. Die Papiere. Dieser ganze Schreibkram, wenn der Anwalt merkt, was mit mir los ist, dann nimmt er mich doch nicht mehr für voll. Das bildest du dir ein. Ich kann nicht. Ich bring das nicht fertig. Sobald ich merke, jemand ahnt das auch nur, bricht bei mir der kalte Schweiß aus. Wie stellst du dir das vor? Wird sein Leben lang mit Rolf verheiratet bleiben? Ich bin doch auch deshalb nicht zum Anwalt, weil Rolf mir jetzt damit droht, dass er mir die Kinder wegnimmt. Du musst jetzt lesen und schreiben lernen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Tu was! Guten Tag. Ja. Man hat mir gesagt, dass hier Schreibkurse angeboten werden. Schreibmaschinenkurse. Nein, Schreibkurse. Kreatives Schreiben. Nein, Kurse für Schreiben und Lesen. Schreib- und Lesekurse für Erwachsene. Ah, ich kenne sie doch. Ich bin Susannes Mutter aus Bibis Klasse. Wollen Sie einen Lese- und Schreibkurs für Anfänger oder Fortgeschrittene besuchen? Nein, nicht ich. Das ist für eine Bekannte von mir, die kommt aus der Türkei. Dann braucht sie einen Deutschkurs. Ich gebe Ihnen mal unser Programm mit. Da steht alles drin. Danke. Mach genau 10 Mark.
Neue Sonderangebote. Oh. Könnten Sie es mir kurz vorlesen? Ich habe meine Kontaktlinsen vergessen. Kein Problem. Ich brauche auch eine Brille. Und? Wunderbar. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal eben auf Toilette. Frau Jurak? Ja? Danke. Bist du mit die Sorge? Anna, hallo. Gib mir mal deine Faxnummer. Ich fax dir was durch. Bleib aber dran. Anna? Okay, pass auf. Blumenkohl 1, Karotten am Bund 2, ja. Zwiebeln 3, Rucola-Salat 4. Das? Anna, melde dich endlich bei so einem Kurs an. Das geht so nicht weiter. Ja, ich weiß. Okay, ciao. Hoffentlich gibt es eine Imbissbude in der Nähe. Ich habe Hunger. Ich bin neugierig, was er für eine Wohnung hat. Muss ja voll klein sein, ohne Kinderzimmer. Und ich bin neugierig, ob er mir wirklich einen seiner Laptops leiht. Hat er bestimmt nicht ernst gemeint. Egal wie, ihr benehmt euch. Schöne Wohnung. Die Einrichtung ist so gemütlich. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Was? Dass Sie eine Pflanze haben, um die Sie sich kümmern. Ja, ja, ich liebe Pflanzen. So ein schönes Gelb. Duften so gut. Genau. Genau deshalb habe ich mir den Baum angeschafft. Warum haben Sie eigentlich eine Terrasse, wenn Sie sie nicht nutzen? Weil es im Erdgeschoss kein Penthouse gibt. Ach so, ja, genau. Ich zeig's Ihnen. Kommen Sie. Warten Sie, bloß damit nichts verkratzt. Gute Idee. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ach, nein, bloß nicht. Fassen Sie hier lieber nichts an. Lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Jetzt frag ihn doch. Feigling. Ach so, Max, hier. Den benutze ich nicht mehr. Der ist bei dir bestimmt besser aufgehoben. Wirklich? Geliehen? Von mir aus geschenkt. Danke! Okay. Wie, schon fertig? War ganz einfach. Mein Erstling für Sie. Wofür denn? Steht drin. Wie romantisch. Wie? Wie ausdrucksstark. Ihren Humor hätte ich gern. Wir können uns ja gleich beim Essen über Stil und Ausdruck unterhalten. Beim Essen? Ja, ich habe... Bibi! Max! Das geht nicht, wir müssen nach Hause. Aber es ist schon alles fertig. Es tut mir leid für die Mühe. Was gibt's denn? Wieder Sprossenzeugs? Spaghetti al Arrabbiata. Klingt gut, da bleiben wir doch, Mami. Nein, wir bleiben nicht. Ihr müsst morgen früh raus. Wieso? Morgen ist Samstag. Ich versalzen. Trotzdem kommt jetzt.
Was ist das? Hört mir. Das kommt gar nicht in Frage. Oh doch, das war abgemacht. Unter Männern. Und dabei bleibt's auch. Also schönen Abend noch. Komm. Was hat Tom denn ins Buch geschrieben? Darf ich es lesen? Wenn du seine Schrift entziffern kannst. Für Rettung aus höchster Not. Ein Dank der Klempnerin. So übel ist Tom doch gar nicht, oder? Naja, nur weil er dir einen Computer geschenkt hat. Nein, auch so. Husch, ab ins Körbchen. Komm, Baby. Halt, mach alles nass. Romantisch. Max und er schicken sich jetzt fast jeden Tag E-Mails, oder wie das heißt. Max hätte nur was zu sagen brauchen. Hätte ich ihm einen Computer gekauft. Und der Mami? Hat er da auch was geschenkt? Ein Buch. Gehen wir noch in den Park? Papa, gehen wir noch in den Park zu der Kindereisenbahn und fahren dort noch eine Runde? Nein, Mäuschen. Ich habe keine Zeit. Moment, Moment mal. Die Radieschen, die kosten 1,98 Mark. Ach, tatsächlich? Ja, ein Sonderangebot. Steht doch auf der Liste. Oh ja, das ist jetzt blöd. Ich habe meine Brille vergessen. Könnten Sie es mir bitte vorlesen? Ich? Fragen Sie doch eine Kollegin. Wo ist das Problem? Es ist kein Problem. Nur die haben ja selber genug zu tun. Gibt's Probleme? Oh nein, alles in Ordnung. Ich möchte mich für den Schreib- und Lesekurs für Erwachsene anmelden. Ich hab's dir fast nicht mehr zugetraut. Ich bin stolz auf dich. Ich erst. Das kannst du auch. Was ist, wenn ich nur doch zu blöd bin? Du schaffst es. Tom hat nach dir gefragt. Hm. Ich glaube, du fehlst ihm im Bistro. Tom mag dich. Du ihn auch, stimmt? Das kann nicht gut gehen. Gut. Und ob wir mal wieder was zusammen machen wollen. Probier mal an.
kannst ihn antworten, wenn du willst. Geht ganz easy. Jetzt nicht, ich muss gleich weg. Ich gehe zweimal die Woche am Abend putzen. Bibi weiß schon Bescheid, ihr kommt doch ohne mich klar. Dann schreibe ich ihm, du rufst ihm demnächst an. Nein, auch das nicht. Ich finde, du solltest ihm diesen Computer zurückgeben. Wieso denn? Weil du hockst nur noch vor diesem Ding. Fußball spielen gehst du nicht mehr und deine Freunde triffst du auch nicht mehr. Das stimmt doch gar nicht. Und deine Hausaufgaben machst du ganz schlampig. Woher willst du das wissen? Du guckst doch eh nie nach. Ich behalte ihn. Und wenn irgendwas nicht passt, dann lass es dich an mir aus. Versuchen Sie es mal. Tut mir leid, das macht mich ganz nervös. Ich kann nicht mehr. Sie machen das ganz wunderbar. Das macht 43,54. Sie haben mir zu viel Geld abgezogen. Hier, bei vier Sachen. Hier, hier. Entschuldigen Sie, darf ich? Sie haben bei allen Sonderangeboten versäumt, die Zahlenkombination einzugeben. Wieso? Gibt es eine neue Liste? Die habe ich Ihnen heute Morgen hingehängt. Das ist doch abgekartet. Mein Mann arbeitet bei der Zeitung. Ich finde, sowas sollte man veröffentlichen. Ich meine, das hat man schon öfter gehört, dass die Waren anders ausgezeichnet sind, als sie dann nachher abgerechnet werden. Es handelt sich wirklich nur um ein Versehen. Das glauben Sie doch selber nicht. Tippen Sie die Sonderangebote ein und ich storniere dann. Machen Sie das. Frau Özay, können Sie mal bitte übernehmen? Frau Jurak! Kommen Sie, ich muss mit Ihnen reden. Lesen? Ihre Karte wurde eingezogen. Die Erklärung ist ganz einfach. Ihr Konto ist weit überzogen. Überzogen? Es ist ein Fehler. Von Ihnen ist ein Irrtum. Ich war in letzter Zeit überhaupt nicht mehr an dem Konto dran. Ich habe gar kein Geld mehr geholt. Dann offenbar Ihr Mann. Mein Mann, das ist mein Konto. Mein Mann kann an das Konto überhaupt nicht ran. Er hat eine Vollmacht für Ihr Girokonto. Ist doch Ihre Unterschrift, oder? Ist die Ausbildungsversicherung. Wo ist mein Geld? Gut aufgehoben. Rück sofort mein Geld raus. Wieso? Du hast doch die Vollmacht unterschrieben. Das ist Betrug. Du hast es nicht anders gewollt. Ich werde auch in Zukunft keinen Unterhalt mehr bezahlen. Wie versprochen. Dann gehe ich sofort zum Anwalt. Vielleicht gibt es hier einen, der sich spezialisiert hat. Auf Analphabeten. Was ich nicht verstehe, wieso haben Sie ungewollt unterschrieben? Mein Mann. Das heißt, wir leben nicht mehr zusammen. Er hat mich belogen. Ich dachte, es sei eine Ausbildungsversicherung für die Kinder.
weiß, ich bin erwachsen und man sollte meinen... Sie waren einfach zu vertrauensselig, ja? Ich habe unterschrieben, weil ich bin... Entschuldigung. Grüner? Ah, Tag, Herr Kollege. Ja, ich habe die Anklageschrift vorher bekommen. Du, ich strotze dir nur so vor Widersprüchen und falsch zitierten Paragraphen. Man könnte wirklich meinen, man hat es mit dem Analphabeten zu tun. Ja, nee, so hat er natürlich keine Chance. Du, ich habe hier gerade noch Kundschaft. Ich rufe dich später zurück, okay? Danke. So, Entschuldigung. Warum haben Sie unterschrieben? Ich hatte einen Blackout. Blackout? Waren Sie krank an dem Tag? Nein, ich war in Eile. Gibt's Zeugen? Und jetzt wollen Sie, dass wir Ihren Mann wegen Betrugs anklagen. Also, um ganz offen zu sein, ohne Beweise, ja, wird es sehr schwierig. Dass der tolle Rolf dran zu knabbern haben würde, das war mir schon klar. Aber dass der so weit geht, ist wirklich unglaublich. Ich kann dir was leihen. Ich fürchte nur, viel ist es nicht. Ich schaff das schon. Wie denn? Hm? Ohne Unterhalt. Wie viel von diesen Dingern willst du noch zusammenbauen? Bis zum Prozess schlage ich mich durch. Soll ich doch mal fragen, vielleicht kann ich dir was bringen? Untersteh dich! Stell dich doch nicht so an. Ich will nicht, dass irgendjemand mitkriegt, dass ich nicht lesen und nicht schreiben kann. Und der schon gleich gar nicht. Er muss doch überhaupt nicht mitkriegen, dass... Deshalb hast du mit uns nie gelesen. Aber dann meckern, wenn ich meine Hausaufgaben zu schlampig mache. Ich weiß. Es tut mir leid, Max. Ich hätte schon längst... Tschüss. Ich weine, Mami. Wieso kannst du nicht lesen und schreiben? Warst du nicht in der Schule? Doch, natürlich war ich in der Schule. Im Mündlichen war ich gar nicht so schlecht. Und in Mathe. Aber ich hatte so eine Schreib- und Leseschwäche. Ich habe die Buchstaben, die habe ich immer umgedreht und die Laute habe ich nicht richtig zusammengebracht und so. Und deine Lehrerin? Hat die nichts gemerkt? Doch, ich glaube schon. Nur sie hat nie was gesagt. Ich glaube, sie war froh, dass ich sonst keine Probleme gemacht habe. Die Klassen waren damals sowas von voll. Wir waren 40 bis 50 Schüler in einer Klasse. Da war sie halt froh, wenn einer Ruhe gegeben hat. Wenn sie mich nicht hätte durchkommen lassen, dann wäre ich in der Hilfsschule gelandet. Dann hätten sie dich alle zum Idioten abgestempelt. Und Oma und Opa wussten dies? Die waren zu lieb. Sogar zu gutmütig. Mama hat immer gesagt, Hasenohr, die wichtigen Dinge im Leben lernst du sowieso nur im Leben. Und Opa hat sogar für mich Aufsätze geschrieben. Wir haben aber immer nur eine 4 gekriegt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, nicht lesen und schreiben zu können. Schrecklich. Man ist verloren. Fühlt sich als Außenseiter. Wenn du den Bus nehmen willst und die Linie nicht kennst, bist du verloren. Wenn du dich verläufst, bist du verloren, wenn du... Weil du die Straßenschilder nicht lesen kannst. Reisen kannst du vergessen. Einen Führerschein machen.
ohne lesen zu können. Das geht schon gleich gar nicht. Und trotzdem, ich hatte immer am meisten Angst, was dagegen zu tun. Ich hatte immer so Angst, dass sie wieder über mich lacht. Ich werde keinen verraten. Auch nicht Bibi. Du wirst es denn nie mehr lernen? Doch, ich hoffe. Ich gehe gar nicht abends putzen. Ich gehe in die Schule für Erwachsene. Ich helfe dir dabei. Mit dir werde ich noch mehr Geduld haben als mit Bibi. Ach, Max. Sagen Sie, ich war gestern zufällig in dem Supermarkt. Anna war nicht da. Hat sie Urlaub? Nee, die arbeitet nicht mehr da. Ach so. Wegen des Knies? Nee, das ist wieder in Ordnung. Kam irgendwie mit den Leuten nicht klar. Warten Sie. Was macht sie denn jetzt? Sie schlägt sich irgendwie so durch. Kann ich Ihnen was abnehmen? Nein, nein, bitte, das geht schon. Ich habe neulich was falsch gemacht, kann das sein? Nein. Ich habe viel nachgedacht. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Tom, ich... Halten Sie mich bitte. Kinder warten oben. Nicht jetzt, bei einem schönen Essen. Sagen Sie bitte nicht nein. Ich habe noch ein Essen mit Ihnen gut. Aber nur, wenn Sie diesmal die Pfeffermühle weglassen. Morgen Abend um 8. Ich hole Sie ab. Sie sehen bezaubernd aus. Quatsch. Bezaubernd, bezaubernd. Sie sind die bezauberndste Frau, die mir jemals begegnet ist. Noch schlimmer. Verzaubert. Sie haben mich völlig verzaubert mit Ihrem Charme. Lüge. Mein Gott, Tom Delvig, schau in deinen Roman! Meine ersten Schreibversuche. Erste Mal, dass ich was geschrieben habe. I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Das ist ja noch blöder. Hast du das Kleid extra für Tom genäht? Nein, ich gehe in ein Restaurant, da sehen alles aus. Sieht die gut aus, hä? Oh, ich muss los. Warte. Was ist das? Die Kühe, komm mal. Nervös, Mami? Nee, warum? Oh, ich muss los. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüss.
Guten Abend. Gut sehen Sie aus. Ich? Lecker. Die Bedienung könnte aufmerksamer sein. Sie waren besser. Ich war nie eine gute Kellnerin. Ich war auch nie eine gute Kassiererin. Was machen Sie zurzeit? Alles Mögliche. Ist bei mir normal. Ich habe schon als Packerin in einer Mehlfabrik gearbeitet. Und als Köchin in der Kantine und Kostüme. Das Theater habe ich schon mal genäht. Nie Tellerwäsche gewesen. Ich weiß, das ist ein Fehler. Sonst wäre ich schon längst Millionärin. Nein, aber Karten fürs Kino habe ich abgerissen. Ich liebe das Kino. Ich liebe Geschichten. Dann sollten Sie mehr lesen. Ich habe Sie aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Sie zuerst. Nein, Sie. Sie bedeuten mir mehr, als ich dachte. Ich wollte sagen, ich meine... Was halten Sie davon? Mein Verlag sucht eine Sekretärin. Ich habe von Ihnen erzählt und Sie laden Sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. Das kann ich nicht annehmen. Wieso? Sie waren doch Sekretärin. Sie sind intelligent und gewandt und... Ja, und Sie hätten mir diese Stelle endlich eine Perspektive. Wissen Sie, es gibt da Probleme mit dem Schreiben. Was, ich meine, die Arbeit am Computer, das ist doch kein Problem. Nein. Ich will mir meine Jobs alleine aussuchen. Ich kann Ihnen alles beibringen. Sie dürfen vor so einem Computer nur keine Angst haben. Ich will diesen Job nicht. Die zahlen doppelt so viel, wie Sie mit Ihren ganzen Hilfsjobs jemals verdienen werden. Hilfsjobs? Ich meine es nur gut. Wissen Sie was? Sparen Sie sich Ihr Mitleid. Sie leben Ihr Leben weiter und ich meins. Lassen Sie mich in Ruhe. Geweint, Mami? Nein, ich hatte was im Auge. Ich habe gestern Abend noch mal in den Laptop geschaut. Da war eine E-Mail von Tom. Und? Ob wir am Wochenende Zeit haben, mit ihm zu einer Burg zu fahren. Wo es einen Falkner gibt. Einen was? Ein Falkner lässt richtige Adler herumfliegen. Und Falken und Eulen. Na klar haben wir Lust. Kann sein, dass da nichts draus wird. Tom und ich, wir haben uns gestritten. Warum? Das kann man nicht so genau sagen. Vielleicht wart ihr beide ja nur schlecht gelaunt. Wie magst du nicht manchmal, wenn wir uns streiten? Können wir eben schnell die Wäsche aufhören? Hallo, Max! Ich würde gerne mit dir reden.
Hast du Lust? Fahren wir ein Stück? Warum antwortest du nicht mehr auf meine Mails? Fühlst dich nicht wohl wegen deiner Mutter, stimmt's? Ich dachte wenigstens mir zwei bleiben, Freunde. Hat sie gesagt, warum sie mich nicht mehr sehen will? Hast du eine Vermutung? Dann müssen Sie sie schon selbst fragen. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Ja, ja, das sagt der Erwachsene immer, wenn er eine Ausrede braucht. Gibst du ihr das von mir? Liebe meines Lebens, Tom Delvig. Ihr neuer Roman? Vielleicht liest sie ihn ja mal. Vielleicht. Kannst du mir helfen, Mama? Wir wollen uns zum ersten Brief schreiben. Und wen willst du denn schreiben? Susanne. Du schreibst dir am besten, liebe Susanne. Wie buchstabiert man Liebe? Das wüsste ich selbst gern. Was? Wie man spricht. Hallo. Hallo, Max. Da unten im Briefkasten. Vom Küchenstudio. Dritte Mahnung. Was bedeutet das? Das ist nicht so wichtig. Vom Gericht? Das lese ich nachher. Du musst doch üben. Ja, wenn du was Falsches liest, ist doch bestimmt wichtig. Du bist vorgeladen. Der Beklagte Rolf Jurak. Gegenstand der Anklage Betrug. Und du musst aussagen. Was heißt das? Und wie schreibt man Ferien? Ich helfe dir gleich. Da reden wir nachher drüber, wenn wir zwei alleine sind, okay? Schöne Grüße von Tom. Du hast ihn gesehen? Er wollte mir nur seinen neuen Roman geben. Kredit geben. Einige Rechnungen müssen bezahlt werden. Es ist wirklich wichtig. Bitte. Ich würde ja gern, aber Ihr Konto ist noch so stark im Soll und es gibt derzeit keine regelmäßigen Eingänge. Mir sind die Hände gebunden. Großer Fehler, es auf einen Prozess ankommen zu lassen. Zieh die Klage zurück. Ich denk nicht dran. Du machst dich nur lächerlich. Du hast doch gar keine Beweise. Ich werde sagen, was Sache ist. Okay, dann fahre ich jetzt aufs Vormundschaftsgericht und beantrage das Sorgerecht. Ich lass mich von dir nicht mehr einschüchtern. Guten Tag, Stratmann mein Name. Ich bin Gerichtsvollzieher. Frau Anna Jurak? Ja. Entpfändungs- und Überweisungsbeschluss des Amtsgerichts. Sie haben drei Mahnungen des Küchenstudios Finke verstreichen lassen. Und auf den Vollstreckungsbescheid haben Sie auch nicht reagiert. Wollen Sie eine Tasse Tee? Nein, danke. Haben Sie Bargeld hier? Das wäre am einfachsten. Nein. Doch! Mein Sparschwein! Pipi. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Darf ich mich mal umsehen? Ja, sicher. Ich zeige Ihnen gerne unsere Reichtümer. Also, da hätten wir doch was zum Fenden. Hat der Computer es nur geliehen? Was?
Tom hat ihn mir geschenkt. Du bringst ihn morgen wieder zurück. Den kann der Eigentümer ja wieder bei uns abholen. Hier unterschreiben, bitte. Geklaut? Ein Gerichtsvollzieher war da. Aber ich bin nicht wegen dem Laptop hier. Sondern? Wegen Mami. Der geht's nicht gut. Die weiß nicht, wie es weitergehen soll. Glaube ich. Außerdem fehlen sie ihr. Hat sie das gesagt? Glaubst du? Spür ich. Was ist los, Max? Steht euch das Wasser bis zum Hals? Wenn Mami den Prozess nicht gewinnt, dann ja. Prozess? Was für ein Prozess? Laut Anklageschrift hätte sich also Ihr Mann Ihre Unterschrift für die Bankvollmacht erschlichen. Sehe ich das richtig? Das ist völlig aus der Luft gegriffen, Herr Richter. Ich habe ihr genau gesagt, worum es in dem Dokument geht. Außerdem konnte sie alles durchlesen. Bitte setzen Sie sich. Warum haben Sie die Vollmacht also unterschrieben? Wie soll sich Ihr Mann Ihre Unterschrift erschlichen haben? Hat er Druck auf Sie ausgeübt? Nein, das hat er nicht. Der Angeklagte hat meiner Mandantin vorgetäuscht. Es wäre der Antrag für eine Ausbildungsversicherung der Kinder gewesen. Aber Sie hätten sofort sehen können, dass dem nicht so ist. Nein, das konnte ich nicht. Warum nicht? Ich war in Eile. Aber ich bitte Sie, das ist doch kein Grund. Ich kann bisher keinen Betrug feststellen. Sie können keinen überzeugenden Grund nennen, warum Sie die Vollmacht nicht durchgelesen haben. Doch. Das kann ich. Als ich unterschrieben habe, da konnte ich noch kein Wort lesen. Ich bin Analphabetin. Mit der Bewährungsstrafe hat er noch Glück gehabt. Für Betrug hätte er auch hinter Gitter wandern können. Was ist, wenn er jetzt das Sorgerecht für die Kinder beantragt? Hätte er da eine Chance? Keine Chance. Würden Sie mich auch in meiner Scheidung vertreten? Gerne. Rufen Sie mich an. Mich bei Ihnen entschuldigen. Wenn ich gewusst hätte, dass... Jetzt wissen Sie es. Ja, ich liebe Sie. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass ich hier bin? Ein
Vögelchen hat es mir gezwitschert. Kann das sein, dass das Vögelchen Max hieß? Ich weiß noch nicht. Vertragt ihr euch jetzt für immer? Nur wenn eure Mutter mal wieder Frühstück für mich macht. Nur wenn Tom mit uns mal wieder Achterbahn fährt. Jeden Tag, wenn es halt ist. Boom, Baby!